Willkommen zum zweiten Teil meiner Sachsen-Reportage 2018. Ja, heute gibt es ein Harp und Shame Trail Spezial. Wir sehen von einem Bereich von Oberhäslich, da beginnen wir frühs. Dann machen wir noch einen kleinen Schwenker zum Kaufler, das ist aber auch ganz in der Nähe. Nochmal Oberhäslich, dann geht es direkt nach Heidenau, Dresden und wieder zurück abends dann nach Oberhäslich, wo wir dann auch mal wo wir einen Harphimmel in voller Gänze zu sehen bekommen. Ich habe mir dann mal ein paar Minuten Zeit genommen, sodass wir die Kamera dann wieder auf Geschwindigkeit stellen können und das wieder wunderbar aussieht. Also gönnt euch viel Spaß beim Schemtrail Spezial. Eure Mücke. So, willkommen. Wir sind heute wieder fleißig dabei. Es sieht wieder grässlich aus. Wir fliegen wieder Kurven, Kreuze, Formation. Wow, was für ein schöner Wolkenhimmel. Das Massensterben, es hat schon längst begonnen. Millionen Zombies, die schon jetzt nicht mehr denken wollen. Es ist Gift im Essen und du stehst unter Druck. Es ist Gift im Wasser, in der Erde und in der Luft. Das ist der 21. September. Der 21. September 2018 und unsere Wolkenmacher fliegen wieder fleißig. Sie fliegen. Schade, dass jetzt hier die Sonne im Weg ist. Weil die fahren gerade so schön. Die machen gerade so schöne Runden. Sieht schön aus. Ein Paarflug heute. Seht ihr das? Ehrlich. Ja, und hier unten sieht es dann so aus. Schön, ne? Schöne Wolken sind da. Alles auf, ne? Was man so an klassischer Verschwörungstheorie so finden kann. Schön Kurven sind sie heute wieder geflogen. Schöne Formation, Kreuz, Kreis. Und die Kondensstreifen verschwinden einfach nicht. Naja, und das unbedachte Schlafschafzombie sieht dann natürlich ein paar Stunden später nur noch über dem Kaufland in Dippoldiswalde rein hier. Nur noch einen schönen Wolkenteppich. Dieser Wolkentyp, der in den 70er Jahren erst entdeckt wurde. Die Patente, wie gesagt, gibt es ja schon seit den 50er Jahren. Und wenn wir da jetzt noch mal ein paar Stunden warten, dann sind die Konturen noch mehr verwischt und dann siehst du natürlich nur einen einheitlichen, schönen Wolkenteppich, der mal aus einem Flugzeug herauskam. So, und nun sieht man, wie aus einer milchig-drögen Masse, wie man es hier noch gut erkennen kann, sich langsam schon kleine Häufchen bilden oder da noch eine komplett weiße Wolkenwand. Ja, jetzt können wir tatsächlich langsam auch von Wolken sprechen, denn man sieht, dass sie, man kann ja jetzt davon ausgehen, dass Silbernitratteilchen mit dabei waren, denn jetzt sammeln sich an diesen Punkten die Wassertröpfchen. Und man sieht, auf diese Art und Weise haben sie sich eine wunderschöne Wolkendecke gemacht, die jetzt sich selber langsam aufbaut. Total schön! Die NWO macht's möglich. Ne? Also das letzte war, was ihr in Dresden gesehen habt. So sieht es dann jetzt hier in Heidenau aus. Ne? Also man sieht, die Ionosphäre ist nun langsam ein schöner Teppich. Und unten haben sich die leicht schwereren Partikel jetzt schon zu einer kleinen Regenwolke transformiert.
Ja, mal schauen, was da heute noch passiert. Es ist auf jeden Fall schon recht windig. Auch hier in Oberheslich, dasselbe wie es einmal in Bad Doberan gegeben hat. Weiße Wolken auf weißem Grund. Das ist alles Sache. Also, das Patent für Azurblau scheint, wie gesagt, ausgelaufen zu sein. Ne? Ich muss noch mal ganz kurz einhaken und an dieser Stelle einfach mal fragen, ob ihr überhaupt noch was merkt. Die ganzen schlafgewaschenen, gehirngewaschenen Zombies, die haben ja alle schon gar keine Muße mehr, nach oben zu gucken. Und wenn sie nach oben gucken, nehmen sie halt alles hin. Die fressen einfach alles so, wie es ist. Alles ist so, wie es ist. Das hat man uns in der Schule so beigebracht. Alles ist erforscht. Alles ist bekannt. Alles ist fertig. Wir brauchen nichts mehr zu erforschen. Physik ist langweilig. Ja. Und dann sowas hier, ne? Mir wird ganz sanft, wenn ich nachts in die Ferne blicke. Sag mir, laufst du manchmal auf dem Sternenhimmel? Plötzlich bin ich nur da und ich lebe in Fülle. Wer sagt, dass er all diese zählen könnte? Und ich fühle mich schon gar nicht mehr, mein Schlaf und platt. Sehe ich die tausend Lichter über dem Schatten der Stadt. Und manchmal habe ich so satt, das ganze Leben und Sterben. Schon beinahe 3 Jahrzehnte lebe ich und dreh mich auf Erden. Meine Matrix so dunkel mit Schmerzen ist bestickt mit dem Funkeln im Herzen der gelungenen Sterne. Denn wie oben, so auch unten muss ich wieder einmal vielen meiner Kumpels erklären. Hunderte Fährten von Hunden und Pferden führen mich an einem Punkt der versunkenen Ehren. Wohl all der Prunk dieser bunkernden Herren. Nichts ist als Leere, denn sie verzichten auf Wärme und wollen mitnichten noch lernen. Seht doch ihre Früchte, ich verrichte so gerne. Und damit ihr auch mal gesehen habt, wofür das dann gut ist, sich so eine Wolkendecke zu machen. Ne? Also erst wird aus einem blauen Himmel ein weißer gemacht und dann wird fleißig geharbt. Ne? So ist das, jetzt sehe ich auch gerade. Da ist auch wieder schon ein neuer Shane Tree geflogen. Aber das erkennt man ja jetzt sowieso nicht mehr so wirklich, weil halt ne, dichte Decke ist. Das ist alles natürlich, das ist normal, so muss das sein, das ist Wetter. Und der Rest ist Verschwörungstheorie. Obwohl ja die Bundeswehr, also das Bundeswehr Planning Office, ja offizielle Papiere zum Geoengineering hat. Und der komische Baukran in Marlow, den sie ja erst als Baukran den Leuten verkauft haben. Jetzt ist es halt einfach eine Sendeanlage der Marine. Ja gut, ist klar. Die Idioten fressen's. Ja, aber gut. Also allein das Video reicht als Beweis. So, da braucht man noch nicht mal mehr irgendwelche Analysen. Das sieht man, dass das nicht normal ist. Nur damit ihr gesehen habt, wie das auch auf der anderen Seite aussieht. Die Kamera soll jetzt natürlich nicht den Dreck fixieren, sondern da hinten, über dem Haus, da seht ihr dann die nächsten Linien. Ne? Groß angelegtes Manöver heute. Ne? Jetzt kommt der Grinch-Move. Was ein schöner Sonnenuntergang heute. Und während sie vor Angst erzittern, siehst du sie nur in ihrem Glanze schimmern. Sie stehen da drüber und du kannst das auch. Flieg mit mir, gib dir Achtung auf und chill zu diesem astralen Sound. Wir reisen in der Nacht, wir träumen am Tag. Leute erheben ihre Häupter und auf zum Mars, die Liebe macht. Fliegend wie Kinder im Bahn, Seelen vernehmen sich interstellar.